David, ich glaube, die Lüftung ist an. Ich glaube, das macht mich total psycho, wenn die Lüftung an ist. Ich finde, Lüftungen sollten wir viel mehr diskutieren. Nein, das wollen wir nicht, das haben wir nicht gemacht. Ja, wie Ernst Molden sagt, alles könnte das letzte Mal sein. Darum sollten wir es uns noch einmal richtig geben. Johnny Dibon Bichler. Johnny! Geigers auf Döllach. Wir spüren das wahrscheinlich genau noch einmal da in diesem Land mit dem A, nicht nur aus politischen Gründen, sondern weil es ja mit zunehmendem Alter immer unwürdiger wird. Das heißt, wir spüren im Februar noch einmal in England. Und wenn dann der erste 60er kommt, und das ist, glaube ich, der Benzier, wenn das jetzt grotesk wird, weiß man nicht, was passiert. Und es freut uns tatsächlich, dass wir so Zeit zu tun, einer dieser großartigen kleinen Discord-Bands. Dieses Ding heißt I Bang My Head. Next to the person I hate, that one looks a rock and rock like you. I love my casting, I love my pasty, I love my Doris Boulez, I love my all these fuck faces. And go to my mind ever since I was this small kid. They attack my sanity, they attack my emotions. Those fuck faces. But sometimes I realize it could be me. And I could be unfriendly. I could be lacking empathy. And I don't want to apologize. And how do I push through then? How the fuck do I push through? Thank you.
Das was so insgesamt analysiert ist. Das ist zum Ausmachen, glaube ich. Das wird. We'll be right back.
I'm gonna go.
tatsächlich ist es ja so, dass nicht nur ihr ziemlich super seid, sondern also wir sowieso. Also wir müssen uns jetzt schon vorstellen, dass der Johnny wie viele Jahre nicht mehr Musik gemacht hat. Ihr seid mehr so wie ein Jazzpublikum. Eher so, ihr horcht genau auf das, was gespielt wird, kommt mir vor. Also ihr kriegt alles mit. Nein, es gibt einen Menschen in Deutschland und einen Menschen in Kroatien, die haben unsere Platten wieder aufgelegt. Da gibt es jetzt noch ein paar und die gibt es dann bei der Marlene. Und der Igor, der was das in Kroatien gemacht hat, wo wir uns totale Sorgen machen, weil es ist ganz schön teuer, ein Doppelalbum, 500 Stückchen und lauter so Wahnsinn, mit einer Band, die nicht spielt, der ist noch dazu Vater geworden. Also, Sack und Asche. Das ist eine sehr lustige Platte, vor allem die zweite. Die Kinder bei Hilfen in Zartreps an der Uhr. Der Wally wollte eigentlich unsere Grateful Dead Cover Version von Dark Star drauf reklamieren, aber das ist sie nicht ganz ausgegangen. Aber es gibt eine zweite Seite, da ist unter anderem dieses wirklich köstliche Lied drauf, das bei uns als Texas fungiert. Yeah.
nicht der Fall in diesem Ding. Wissen ja, dass bei Tigers of Dörlach seit 1. Mai 2018 der Feld, nämlich der Hacki. Und der Hacki war ein unbrauchbarer Mensch und ich nehme an, dass wir ihn da auch ein paar kennen und wir haben ihn ganz schön gut kennt. Und es vergeht kein Tag, an dem man nicht fällt. Und am 12. Oktober 2018 war in der Kapu ein Flohmarkt, weil das halt so ist, dass wir ja alle wahrscheinlich eher prekär leben. Und das heißt, damit die Niki, seine Frau, sozusagen diesen ganzen Scheiß irgendwie bewältigt, wurde die Sammlung Renner verkauft. Und ich habe da ein paar Sachen gekauft und ganz viele Freunde haben ein paar Sachen gekauft und nebenbei hat der Hacki über, wurscht, das würde viel zu weit führen, aber ich habe unter anderem dieses Buch gekauft, das ist von Benny Rimbaud von Grass. Und ich glaube, das Grass überhaupt das Grässte worden, was es jemals gegeben hat. Aber die Musik manchmal schwer zum Horchen ist und ich darf mir nichts anderes wünschen, als dass ich mit dem Hacki über Grass diskutieren kann. Und er hat aus diesem Buch von Benny Rimbaud, wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie man mit Leuten umgeht, die Dinge unterstreichen im Bücher. Das wird alles für Zeit. Er hat es auch nicht unterstrichen, sondern er hat nur eine Klammer gemacht. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gewusst, ich will das Buch, weil das so nicht ganz mit meinem Bild vom Hacki zusammenpasst hat und weil ich da gemerkt habe, wie weitergewachsen der permanent ist. Auseinandergerissen und in alle Himmelsrichtungen verstreut sind wir allein. Aber warum sollten wir uns durch die gemeinsame Angst nicht wieder verbunden fühlen? Warum uns durch die Wut vereinzeln lassen? Sollte nicht jeder für sich selbst kämpfen, da die Wichtigkeit jeder einzelnen Frage von ihrer Beziehung zum Ganzen abhängt, verliert sie vom Ganzen isoliert an wirklicher Relevanz. So betrachtet ist Politik, die sich um einzelne Fragen dreht, konterrevolutionär. Eine beschränkte Antwort auf die universelle Natur der Unterdrückung. Es geht doch um alles oder nichts. Harald Hacki Renner. Jawohl! We'll be right back.
Dieses revolutionäre Break an Musikerschnaps verbraucht. Oh, my God.
Dank der Claudia erhört. Jetzt brauchen wir noch das Musikerhandtuch. Weil er auch ja, die Sollzeit da dann auch spielen und das ist ja eins. Ah. Wir sind eine Band. Wir sind eine ordentliche Band. Theoretisch, aber nicht mehr lang. Das Lied heißt C und es ist, glaube ich, ein Liebeslied. So eine Scheiße. Der Schweiz ist ja voll. Leute, kommt nach Hause, nur was auf
schon mein Hass, mein Bild von gestern. Wir sind frei von unseren Mühen. Wir sind frei von ihren Mühen. Und es ist nicht von alles, was ich habe. Ja, es ist nicht von alles, was ich habe. Es ist nur genau. Alle Schreie sind verstummt. Der letzte Tag ist dort. Mein Gott, hört man zu schlagen. Wir sind frei von unserem Glück. Wir sind frei von ihrem Glück. Und das ist nicht von allem, was wir haben. Super Publikum gehabt wie euch. Weil, ich meine, wir waren sehr oft viel besser als das Publikum. Aber ihr habt es zumindest da unentschieden geschafft. Ihr seid ja so sensibel. Aber wenn es jetzt das Lied so singt, wie der Betsy das singt. Weil der Betsy ist ja eigentlich unser einziger Musiker. Der ist ja sowas wie der John Coltrane, der Ginger Baker, der leider heute gestorben ist, in einer Person. Also der Betsy kann jedes Cream-Schlagzeug-Solo auswendig spielen und er kann alle Arrangements von King Crimson auswendig aufschreiben. Hauptsache mit seinen geschlossenen Augen. Und der Adam hat einer der größten Momente in der kürzeren Dagel auf die Mat-Geschichte war der, wie er gefragt hat, wie denn das eine Lied aufhört. Woraufhin wir drei, die das schon ein bisschen länger machen, uns ratlos angeschaut haben und gesagt haben, nein, wir hören einfach auf zum Spülen. Stop!
könnt ihr auch auf Hochzeit hier in Vienna oder aus Kurs, wenn ihr alle auf die Bahn kriegt, und bless, and sleep, and be happy, and be grown up, and raise kids, and let you go.